Servus zusammen. Ich heute auch mal wieder aus dem Garten. Und heute will ich euch mal das Waldläufer S von Guido Beyer, Buschkraft-Messmesserbau, etwas genauer am Holz vorstellen. Ich hatte ja letztens, ich glaube gestern oder vorgestern, ein Video hochgeladen. Nee, gestern war es. Vom Waldläufer M. Dann gibt, nein, L. Entschuldigt bitte, das war L. Bei den ganzen Waldläufern, die ich habe, verwechsle ich die ab und zu mal. Nein, gestern war es das Waldläufer L und heute das S. Das M kommt zu einem anderen Zeitpunkt, aber L und S trage ich gerne in der Kombischeide von Ralf Buchinger, die er mir dafür angefertigt hat. Und heute mal die Daten nochmal und dann die Performance am Holz. Wir haben hier eine Klingenlänge von 8,5 cm, eine Grifflänge von 10,5 cm. Das Ding liegt mir also bei Handschuhgröße 9,5-10 noch gut in der Hand, gar keine Frage. Ist sehr führig. Klingenstärke haben wir hier 3,2 mm. Auch wieder ein Sabergrind, halb hoch mit Sekundärphase bzw. in dem Fall Mikrophase. Die habe ich mir dann selber angesetzt. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das Teil performt. Diesen Klotz, den ihr da seht, das ist nur meine Unterlage. Wirklich arbeiten werde ich hier mit einem 70er Vierkant. Ich habe hier ein paar Paletten zerschnitten, deswegen habe ich die noch über. Aber was mit einem Vierkantholz geht, geht natürlich mit einem Rundholz im selben Durchmesser genauso. Aber genug geschwafelt, lass mich mal loslegen. Mir das Ding auch noch ab. Also auch Beton quer zur Faser, macht ihm jetzt nicht viel aus, obwohl es eher fein ausgeschliffen ist. Das spricht für eine sehr gute Wärmebehandlung. Und wieder die obligatorische Feuerschale. Da ich hier sonst nirgendwo wirklich fackeln möchte. Wieder mal ein Stück Schnur, um das Ganze zu fixieren.
Dafür schneide ich hier mal ein paar kleine Späne als Abstandhalter raus. So kann die Luft halt besser zirkulieren. Und dann wie üblich auch mal Tetherfix. Erstmal etwas zerkleinern das Ganze. Nummer 1. Nummer 2. So, also hier die Federn, die Locken sehen sehr, sehr gut aus. Und auch hier mal wieder der Test, ob wir das Ganze mit dem Feuerstahl ankriegen. Derselbe Feuerstahl wie immer, also ein No-Name-Teil in einer 357er Magnum-Hülse eingebettet. Habe ich mal geschenkt bekommen. Und jetzt mal gucken, was damit geht. Also, es brennt. Das Ganze packen wir dann jetzt mal hier rein. Noch ein paar Federn, ein paar Löckchen dazu, damit das Ganze auch gut anbrennt. Und fertig ist das Ganze. Gut, das Ganze wird jetzt nach und nach anbrennen. Ich mache mal mit dem Rasenmähen weiter. Und hier sieht man noch die Spuren vom Feuerstahl drauf. Aber einmal kurz drüber gewischt und das Ding ist wieder fertig. Und immer noch einsatzbereit. Ich habe öfter mal ein paar Fotos gemacht, ein paar Videos für Facebook. Und jetzt wollte ich es auch mal für YouTube machen. Link gibt es natürlich wieder zur Seite von Guido. Also trotz geringer Größe von 8,5 cm Klingenlänge, Sheepwood, was nicht unbedingt meine favorisierte Klingenform ist, muss ich das Teil loben. Ich muss, also hat nichts mit Wollen zu tun, aber es geht gerade nicht anders. Weil das Ding einfach genau das macht, was es soll. Es ist ein gutes EDC-Messer, ein vollwertiger Bushcrafter in meinen Augen. Und
ich kann das Teil echt nur empfehlen. Es ist zwar, wie gesagt, ein Custom. Customs sind von Hause aus nicht immer günstig, aber das sind Messer fürs Leben. Und von daher, wenn ihr euch eine Anschaffung machen wollt, die grundsolide ist, einen noch recht unbekannten Messermacher supporten wollt, Bushcraft, Guido Beyer Messerbau ist da eine gute Adresse. Die Messer sind qualitativ hochwertig und Wärmebehandlung ist wirklich gut. Trotz des ganzen Betoning merke ich keinen Schärfeverlust. Also das Ding schnitzt noch immer. Ich habe hier auch noch ein Stück Eiche ausgelagert. Sollte mal eine Zwille werden, aber scheiß drauf. Und wie ihr hier seht, das Ding robbt noch einiges runter. Es kann einfach was. Also auch Power Cuts sind gut möglich. Einfach dadurch, dass die Griffform viele Griffmöglichkeiten offen lässt. Es ist kein bestimmter Griff vorgegeben. Und auch, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Option. Aber ich habe genug geschwafelt. Ich mache jetzt nochmal mit Rasenmähen weiter. Dann Feierabend für heute und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut!